Ich finde es immer so krass, wenn man merkt, dass Menschen immer so voller Aggression sind. Ich finde so grundsätzlich, ich natürlich auch. Und ich frage mich dann immer, wieso brauche ich so viel Aggression? Also ich hätte gern die Hälfte nur. Also du brauchst ein bisschen Aggression, um morgens aus dem Bett zu kommen. Das sehe ich ein. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein Blinddarm der Gefühle. Wir brauchen ja heute nicht mehr so viel Aggression. Ja, also früher hat das ja total Sinn gemacht in der Steinzeit. Ja, das sehe ich ja total ein. Ja, das war ja auch eine scheiß Zeit. Oder, muss man schon mal sagen. Mein Gott, war das eine scheiß Zeit. Also ich war nicht dabei, aber ich stelle es mir so vor. Oder du gehst aus der Höhle raus und es ist so, denkst du so, boah Gott, nicht, gar nichts los, ne? Oder, und dann ist es so, oh, der nächste Supermarkt, mega weit weg. Deine gesamte Familie sieht aus wie Alf. Klar bist du da aggro drauf. Und das ist ja super, ne? Aggressiv sein heißt ja, du bist für eine kurze Zeit kampfbereit. Hilft total, wenn du so einen Mammut jagen musst. Aber warum denn heute? Warum denn heute so viel Aggression? Was ist denn noch meine große Herausforderung, wenn ich aus der Höhle komme? Ich möchte einen Flug buchen im Internet. So, da hat mir Aggression nicht bei geholfen. Ihr wisst ja auch, wie es ist. Ne? Da musst du ja alles Mögliche eingeben. Immer so Name, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Sternzeichen, Schwibschwager, alles. So, und ich drücke so auf Absenden und es kommt die Meldung. Falsch. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es ein Test ist. Da stellte sich heraus, ich hatte vergessen anzugeben, was mein Geschlecht ist. Und dann habe ich mir gedacht, naiv wie ich war, habe ich gedacht, weißt du was, das trage ich einfach nach. Und da hat sich die Webseite gedacht, nee. Du handelst dich offenbar um einen Wackelkandidaten. Da trägst du bitte nochmal alles neu ins Formular ein. Da hatte ich schon so einen Hals. Ja, und habe alles nochmal eingetragen. Ich drücke wieder auf Absenden und es kommt nochmal die Meldung, falsch. Diesmal hatte ich vergessen anzugeben, ob ich einen Doktortitel habe. Und da bin ich wohl ein bisschen ausgerastet. Ich habe wirklich meinen Laptop angebrüllt. Wie gesagt, wie blöd bist du eigentlich? Ich gebe hier gerade zum dritten Mal was in dieses Formular ein. Wirke ich auf dich wie jemand, der promoviert hat? Ich bin mega aggressiv. So, und meine Aggression führt ihr jetzt nicht dazu, dass ich es schaffe jetzt. Mit dem Formular. So, dass ich mich besser konzentriere. Dass meine Aggression zu mir sagt, weißt du was, Till, jetzt nehme ich dich mal an die Hand. Ich fand, da war schon viel Richtiges dabei. Nein, meine Aggression führt dazu, dass ich die Tasten auf der Tastatur stärker drücke. Damit die Webseite genau weiß, nicht nochmal, Frau.